So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Ich habe richtig Bock auf einen Burger. Und deshalb bestelle ich mir jetzt einen. Hallo, ich hätte gern einen Burger. Mach dir doch selber einen, du blöde Kuh. Ja, dann mache ich mir jetzt selbst einen. Und zwar einen Pulled Pork Burger. Ja, das ist aber gar nicht vegan. Ja, deswegen mache ich den ja aus Bananenschale. Dafür müssen wir uns aber erstmal um das komische Zeug im Inneren kümmern. Das schmeißt man dann einfach weg. Spaß, Leute, rastet doch nicht aus. Ich friere das ein. Wenn was übrig bleibt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal Bananenbrot machen soll. Warum sage ich das? Gar keinen Bock. Bananenschale waschen, abtupfen und die weiße Schicht im Inneren abkratzen. Jetzt nimmt man sich eine Gabel und sticht zu! Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Manchmal mache ich mir selber Angst. Mit der Gabel reißt man die Schale in so Streifen. War das verständlich? Keine Ahnung. Und das marinieren wir jetzt. Als ich das letzte Mal was mariniert habe, habe ich dafür 3 Liter Sojasauce genommen und das war am Ende ekelhaft salzig. Deshalb nehme ich jetzt stattdessen Sojasauce. Nein, tu es nicht. Ist ja gut, ich nehme auch nicht so viel. Öl, Paprikapulver und für den besonderen Kick Chilipulver. Jetzt eine Zwiebel andünsten. Erstmal klein schneiden. Bananenschale dazu klatschen. Jetzt haue ich da noch ein bisschen. Meine Fresse, warum ist das so laut? Jetzt noch so eine Roasted Paprikasauce rein. Komm doch raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Barbecue-Soße nehmen. Ist mir egal. Ich hab das Gefühl, das explodiert gleich. Burgerbrötchen aus dem Ofen, bisschen Soße, Salat, Krautsalat, Bananenschale, Burgerbrötchen aus dem Ofen. Eventuell habe ich, als die Kamera noch aus war, schon probiert. Geschmackstest. Habe ich hier noch irgendwo Soße? Ich glaube nicht. Ist geil.